Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind natürlich wieder hier bei der 100 Baby Challenge. Und unser Boy hier macht die ganze Zeit irgendein Zeugs und ich denke mir so, nice, wir brauchen das Cash Money und er kann gerne weitermachen. Die sind zwar alle schon fertig mit ihren Fähigkeiten und gammeln jetzt den ganzen Tag noch rum. Den Sonntag müssen die ja dann auch noch rumgammeln. Aber ja, wir kümmern uns dann hauptsächlich um die Bebes. Und ich habe hier einen wunderschönen Zettel vorbereitet. Da steht drauf, Folge 87, Baby Montag altern. Und das werden wir tun. Wieso ist meine Maus auf einmal so schnell? Oh mein Gott, irgendwas hat sich da gerade automatisch umgestellt. Hilfe! Okay, das ist immer noch voll schnell, aber... Also für mich persönlich. Aber es ist schon angenehmer. Ah, das war gerade richtig komisch, ey. Oh mein Gott, hat da gerade jemand was von dem Kuchen genommen? Das ist aber jetzt nicht mehr unser Geburtstagskuchen gewesen, oder? Moment. Oh mein Gott, anscheinend schon. Rest in peace. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht so langsam schon mal anfangen soll zu bauen für... Also, ich möchte ja eine Villa bauen für die 100 Baby Challenge. Und wir dann in Montcalm Arabia ziehen. Ich habe schon überlegt, ob ich dann schon anfange, weil das wird natürlich ein richtiges, krasses Projekt für mich werden. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. Also ich habe mir nicht so viele Ideen und ich glaube, wenn ich das in so Riesenabständen mache, dann ist das halt auch nicht so, wie ich es mir unbedingt wünsche. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir dann einfach mal einen so einen freien Tag nehme und das dann komplett einmal baue. Oder ob ich jetzt halt doch sage, ich baue das dann in Etappen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich muss auch mal gucken, wie viel ich überhaupt hier generell, wie viel Geld ich dann zur Verfügung habe und so. Dass wir es hier nicht übertreiben, ne? Wir können ja auch mal nach Herbstdeko wühlen und da halt auch noch mal ein bisschen Cash rauskriegen, I guess. Mal gucken. Weil, keine Ahnung. Manchmal ist das vielleicht eigentlich gar nicht so bad, so, ne? Ich glaube, das sind jetzt nicht so teure Sachen. Aber egal. Kleinvieh macht auch Mist. 200. 100. Und nochmal 100. Naja, ist in Ordnung. Wieso kann ich dieses Kind nicht im Schaumbad baden? Ich möchte dieses Kind baden, weil es stinkt, ganz schön. Ich kann mit diesem Kind nicht interagieren. Was ist denn los? Freundlich vorstellen. Du bist meine Tochter, aber sonst kein Problem. So, jetzt kann ich sie baden. Voll komisch irgendwie. Hallo, kannst du dieses Kind jetzt baden gehen? Oh mein Gott, jetzt geht sie erst zu diesem Baby. Ich hasse es so sehr, ne? Oh mein Gott. Ich möchte einfach nur, dass sie dieses Kind baden geht. Oh mein Gott, und meine Maus rastet gerade richtig aus. Hilfe. Okay, sie geht jetzt baden. Wow. Hardcore. So, dann kann sich das Kind auch mal finally jetzt halt um die Fähigkeiten wieder kümmern hier. Also, die brauchen, also sie braucht auch noch Fantasie. Das heißt, sie können jetzt einfach mal zusammenspielen. Voll süß eigentlich. Jawollo. Ich meine, die lernen, glaube ich, nicht schneller, wenn die zusammen das machen. Aber egal, es ist trotzdem süß, oder? Ich meine, sie stinkt heftig. Aber egal. Oh, eine geht dann immer weg. Oh mein Gott, dann kann einfach einer hier mit dem Tablet das lernen, weil das nervt mich jetzt. Es bricht das dann immer voll ab. Eigentlich kann Mutti dann ja einen neuen... Irgendwas stinkt hier wirklich. Sis. Das ist die Windel von deinem Kind. Tuesday hat schon Geburtstag. Oh mein Gott. Sind hier noch irgendwo Kerzen drauf? Ja, auf dem Schokokuchen. Dann kann man wenigstens... Tuesday? Ah, nee, Tuesday kann ja nicht gealtert werden, ne? Der fehlt noch Bewegung. Aber das kriegen wir ja auch hin. Wir brauchen auf jeden Fall trotzdem einen neuen Kuchen. Und darum kann sich ja Mama gleich kümmern. Glücklicher Single! Ey, das ist auch gar nicht bad. Ganz ehrlich. Zum Freischalten, Verhaltensweise beibehalten. Sims mit dem Lebensstil glücklicher Single genießen das Single-Leben und ihre Unabhängigkeit. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du feste romantische Beziehungen vermeiden und keine romantischen Medien konsultieren. Naja, also sie hat ja schon viel mit Liebe zu tun, also halt erotischere Sachen und so. Deswegen, weiß ich nicht. Weniger anfällig für romantische Gefühle, das ist halt dann wieder doof. Also an sich ist sie ja gerne jetzt gerade Single und so, aber ja, ansonsten, weiß ich nicht. Tuesday, ich weiß, du bist müde, aber komm, das schaffst du doch wohl noch. Tuesday hat's geschafft, oh mein Gott, Girl. Kannst du dich darum kümmern, dass sie gealtert wird vielleicht? Ah, süß. So, wir machen das jetzt mal so. Wuhu. Wuhu. Hallo. OMG, hi. Oh, süß.
Nice, ich glaube, das ist eine neue Frisur. Sie ist auf jeden Fall ein Hitzkopf und mental. Yay! So, und da kommen auch am besten schon mal Kerzen drauf. Weil, nicht, dass schon wieder jemand das anisst, ey. Ich style sie aber dann zusammen mit ihrer Schwester um. Weil sonst ist das irgendwie doof und unnötig, to be honest. Oh, ich glaube, sie will... Oh, ups. Ich glaube, das ist eine der ersten Male, dass das passiert, oder? Queen! Könnt ihr bitte einfach dieses Kind hier hinbringen? Hallo! Oh mein Gott, das macht schon wieder so viele Probleme. Ich hasse es! Wow, er jumpt hier rüber. Nice! Oh mein Gott! Nein! Geburtstagskerzen und dann pustest du diese scheiß Kerzen aus. Ich raste aus. Ehrlich, ohne Witz. Dieses Kind läuft hier hin. Oh, hä? Älter werden. Dann soll es das tun! Werd älter. Jetzt. Oh mein Gott. Tut es nicht. Müde Kinder sollte man vielleicht nicht versuchen zu altern, I guess. Und jetzt nimm dieses Kind hoch und lass es altern. Altern. Was auch immer. Bitte. Wuhu, Kerzen. Woo! Und bitte mehr Kerzen hier drauf. Danke. Ja. Sie ist Öko-Fanatikerin und Creative. Queen! Aber ich würde jetzt noch warten bis Montag. Dann können wir nämlich das Kleinkind auch noch altern und dann haben wir alle auf einmal. Wow! So, dann nutzen wir nochmal die super effiziente Babypflege. Okay, es ist 1 Uhr nachts. Vielleicht können wir noch einmal warten. Ah, weil... Komm! Ich meine, es wäre ja nur zu meinem Vorteil, aber... Hey. Wir warten jetzt noch einmal ab. Wie ist das Kind noch? Also bis das Kind uns weckt oder Melody dann von sich aus aufwacht. Okay, Mutti ist wach um 4:45. Da kann man schon mal sein Kind altern lassen. Hello, hello. Yeah. Wusch. Und Adam ist neugierig. Sissy. Oh. Er ist pink. Er ist ein Alien. Er ist wirklich ein Alien. Wow! Jawollo! Up in the Creator Sim! Ich hab die ganze Zeit im falschen Modus aufgenommen. Scheibenkleister. Oh oh. Wie nervig, ey. Das merke ich jetzt erst. Kurz vor Ende. Oh nein. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt irgendwie gedeckt bekomme oder so, aber... Ach, Mano. Das ist doof. Thank you.
ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wie ich das vielleicht regeln könnte. Und in der Theorie könnte ich jetzt einfach falsch schwarze Balken über das legen, was man halt nicht sehen soll. Das ist vielleicht sogar am sinnvollsten. Ihr seht ja dann, wann es halt sich geändert hat. Ja, ist dann vielleicht ein bisschen doof, aber was willst du denn machen so, ne? Ja, manchmal ist das alles nicht so einfach, ne? Aber ich freue mich voll, dass er ein Alien ist. Also, das war ja jetzt nicht offensichtlich, oder? Also, warte mal, steht das überhaupt hier drin? Also, ich habe jetzt noch gar nicht... Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so krass drauf geachtet. Steht das hier? Also, kann man das nicht irgendwo nachgucken noch? Dass er ein Alien ist? Oder geht das noch nicht? Warte, wenn ich jetzt als sie da drauf klicke auf Adam, sieht man dann, dass er... Nee. Vielleicht kann man das erst dann ab Teenageralter oder so vernünftig sehen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie. Ich habe mich halt mit Aliens noch nicht so krass auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich würde dann jetzt aber auch sagen, dass der Part vorbei ist. Ich denke, wir haben einigermaßen viel geschafft. Und ja, also es ist zwar jetzt, wie gesagt, doof gelaufen mit dem, dass ich im falschen Format aufgenommen habe, aber manchmal passieren Dinge, vor allem wenn man mal was anderes macht, wie zum Beispiel die Reaction. Da habe ich einfach halt dieses Format gebraucht. Natürlich habe ich vergessen, das zu ändern. Das ist halt meine Schuld, ne? Aber was wäre dieses Let's Play ohne irgendwelche Komplikationen, ne? Also, ich meine, wir hatten hier schon einige Dinge, die schon ziemlich weird waren und deswegen. Sowas musste doch auch mal passieren. Ich weiß gar nicht, irgendwann ist das schon mal passiert, glaube ich, aber... Dann ist es halt so. Mein Akku ist eh fast leer, deswegen sollte ich eh aufhören jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!